Hey, hohe Freunde, willkommen wieder zurück zu Stadtland Fluss mit mir, der Razzle HD und Izzy und Lars. Heute haben wir Verbrechen, Arbeitsunfall, Grund für Schulverweis, Obst, Getränk, Küchengerät und worauf man gerne sitzt. Und Lars kauft sich öfters Chips im Internet. Verbrechen. Obst, stimmt, Obst ist nochmal was Besonderes, ne? Ich hab sowas richtig Bescheuertes. Und ich bin fertig! Okay, ich auch. Okay, let's go. Okay, Verbrechen, Mordtat, ja, Mord. Okay. Ja. Dann Arbeitsunfall. Ich habe Motorsäge nicht ausgemacht. Mundgeruch? Ja. Mundgeruch. Das ist ja kein Arbeitsunfall. Na klar. Okay, erklär mir einen Arbeitsunfall mit Mundgeruch. Also Roman hat so einen Mundgeruch gehabt, dass Lars aus dem Zimmer stürmte und sich das Bein brach. Okay, dann lassen wir halt eben ein Kreuz. Mord am Arbeitsplatz. So aus Versehen. Das ist ja kein Arbeitsunfall, da muss man auch wegnehmen. Grund für Schulverweis. Mutter mit Kuchen abgeschmissen. Weil Marmelade herumschmieren. Mord! Mord, Alter, in der Schule. Das ist von Grund für den Schulverweis. Ja, aber du kommst ja in den Knast und wirst nicht einfach nur von der Schule geschmissen. Also ich würde sagen, wir müssen uns darauf einigen, dass dieser Grund für Schulverweis darf nicht zu krass sein. Also wirklich nur ein Schulverweis. Du bist nur böse, weil ich das letzte Mal wieder gewonnen habe. Und wir müssen dafür sorgen, dass ich sie verliert, okay. Genau. Mittelsüße Kirschen habe ich. Mango und Mirabellen. Boah, die ist mega stark. Was ist denn mit der mittelsüße Kirsche? Gibt's wirklich. Es gibt süße, süße Kirschen. Es gibt saure Kirschen und mittelsüße Kirschen. Gibt's wirklich. Getränk Mais, Alter. Getränk, ich wollte Maisdrink schreiben. Das gibt's nämlich, wirklich. Mountain Dew, oh mein Gott. Mezzo-Mix, richtig stark. Mixer. Marmeladenmaschine. Ich bin einfach kein Mixer ein. Was ist denn eine Marmeladenmaschine? Es gibt keine Marmeladenmaschine. Das macht man so mit der Hand. Gibt da ein Kreuz drauf, Lars. Worauf man gerne sitzt? Möbel, Matte, Mülleimer? Na, da kannst du ja ein Dings geben. Also Mathe ist okay, ne? Ja. Mathe ist okay, ja, kann man drauf sitzen. Echt, sitzt ihr nicht bei euch auf dem Mülleimer am PC? Oh, was? Alter. Z? Ein paar Sekunden später. Voll easy. Fertig, 3, 2, 1, ich drücke. Go. Verbrechen, nein. Zahn nein. Geklaut. Was, warum nein? Warum nein? Warum nein? Warum? Wie willst du einen Zahn klauen? Pass auf, manche Menschen haben einen Goldzahn und ich schwöre dir, in Russland wird, auf der offenen Straße wird denen der Goldzahn geklaut. Ich schwöre dir, das ist ein Verbrechen. Okay. Das passiert wirklich. Ist auch schon passiert. Zoreinbruch, Zunge abschneiden. Das passiert wirklich, Mann. Das, ich schwöre dir, ich hab das auch mal gemacht. Zahn ausgeschlagen, Zeh gebrochen, Zahn ausschlagen. Okay, Grund für Schulverweis, Zahn von Mitschüler rausgerissen, hab ich. Ja, ist doch okay, oder? Zucker rumwerfen, zu viel am Handy gespielt im Unterricht. Ey, kann man alles stehen lassen, guck oder? Mal, wir haben drei Sachen gleich gehabt. So, Zitrone, Zitronendrink, ja, Mann, Izzy. Du und ich, ey, wir wissen's einfach. Küchengerät, Zwiebelschneider und Zange? Ist es nicht eher in einem Werkzeugraum? Also, in meiner Küche braucht man schon öfter mal eine Zange. Worauf man gerne sitzt, ne? Zaun, Zimmerdecke. Man sitzt gerne auf dem Zaun. Wie so ein Huhn. Genau. So ein guter, gemütlicher Zaun. Okay, dann mach Zaun. Okay, Zimmerdecke ist nice. Okay, weiter. Verbrechen. Ich hab richtig Gutes. Ich hab auch was richtig Gutes. Obst mit F? Obst mit F? Hab ich. Ja, natürlich hast du das. Getränk, Küchengerät mit F. Getränk haben wir, glaube ich, alle, ne? Aber Küchengerät ist schön. Hast du eins? Nee, hab kein Getränk mit F. Küchengerät mit F. Hat jemand auch Grund für Schulverweis? Ach, Küchengerät mit F, Mann! Okay, keiner von uns hat es. Egal. Okay. Hör auf. So, was habt ihr? Verbrechen? Ich hab Fallschirm manipuliert. Alter. Fahrerflucht. Und Fürze anzünden ist wieder so. Ich bin easy, ich hab alles. Fehlende Sicherheitsschuhe, ja. Fehlende Sicherheitsschuhe, Finger gebrochen, alles easy. Grund für Schulverweis, für zu viele schlechte Noten. Füller klauen, grenzwertig. Aber zu schlechte Noten kriegst du einen Schulverweis. Es tut mir leid, sie sind dumm, aber sie dürfen auch nicht mehr in die Schule kommen. Freibier verteilen an Grundschüler ist richtig das ist gut. Gut. Hab ich schon gemacht. Ich hab fallendes Obst schreiben wollen. Du hast fallendes Obst geschrieben. Ja, aber geht fallendes Obst? Das ist also das, wenn wir jetzt da wirklich kleinlich sind. Fallobst, ja, aber fallendes Obst gilt doch auch, oder? Feigen und fallendes Obst kann man stehen lassen. Ja, so. Getränke, Fanta, Früchte,
Orangensaft, Feigendrink. Ja, gibt's tatsächlich. Gibt's das echt? Küchengerät, Fingernagelschere ist kein Küchengerät. Aber guter Versuch eigentlich. Dann hier, worauf man gerne sitzt. Federn im Haufen, Fußboden, Furzkissen. Aber auf Furzkissen, da sitzt man doch nicht gerne drauf, oder? Ein X kann man geben, würde sitzt ich sagen. Du gerne auf Federn? Auf einem Haufen Federn? Ja, klar, auf einem Haufen Federn. Es ist weich, das ist ein Kissen zum Beispiel. Hallo, hallo, Izzy, Izzy, ich habe gesehen, dass du mir ein X gegeben hast. Okay, Izzy, okay, Izzy, okay. Oh mein Gott, jetzt gibt's Ärger. Getränk mit G. Ich hab Bola. Was. Ich hab auch was. Ich hab ein Getränk mit G. Mit G? Ich ja. Aber auch, aber das ist. Ja, okay. Ich weiß nicht. Aber Küchengerät habe ich noch nicht. Oh, ich hab auch kein Obst. Oh mein Gott, ich hab was gefriert. Oh, Mist. Jetzt hab ich's gesagt. Egal, Ende. Nein! Nein! Oh, das ist Gefrierschrank, gell? Oh, ja. Mist. Also, ich habe Verbrechen Götter beleidigt. In so einem ja, Staat, das wo wirklich, das nicht erlaubt ist. Das ist ja ein Verbrechen. Dann Geld klauen, Gummiball anzünden ist. Fail, weg damit. Garage klemmt Menschen ein. Arbeitsunfall, ist doch voll gut, oder? Gehirnerschütterung, Geld schneiden in den Finger. In Klammern das Bank. Das ist schon passiert in der Bank. Ja, ja okay. Bestimmt, glaube ich auch. First World Problems. Grund für Schulverweis, Geländer angezündet. Geld aus dem aus der Klassenkasse klauen. Oh, auch richtig gut, Lars. Gummiball anzünden Danke. Auf dem Schulklo. Das ist absolut wack. Das ist absolut Nein, gut. Gummi. Absolut mit Gummibällen, Izzy. Izzy nimmt immer ein Wort und dann macht sie das für alles. Oh, Gummiball. Oh, gibt's vielleicht eine Obst mit Gummiball? Die Gummiballfrucht. Ja, Go ist falsch. Go ist falsch. Granatapfel und gelbe Paprika. Richtig. Aber gelbe Paprika ist kein Obst, Mann. Das ist kein Obst. Das ist Gemüse, ey. Ich schon so. Ja, ja, richtig gut. Gelbe Paprika. Wieso bin ich nicht darauf gekommen? Na, weil es kein Obst ist. Gerolstein. Ey, ist aber ein Getränk. Guavensaft? Ich weiß nicht, wie man es schreibt. Ich glaube ungefähr so. Das ist ein Fruchtbier. Küchengerät, Gagabubu. Was ist, glaube ich, nicht richtig. Gefriertruhe. Richtig, richtig gut. Worauf man gerne sitzt, Gondel, Gartenstuhl, ganz viel Geld. Das lasse ich aber. Richtig gut, Alter. Ergebnisse bestätigen. Das ist richtig gut. Richtig gut, ganz viel Geld. Okay, okay, Tee. Worauf sitzt man, was gerne Tee ist? Ich hab was. Ich hab alles. 3, 2, 1. Fertig. Okay, Ende. Verbrechen. Ich hab toten Menschen nochmal töten. Ist du hättest einfach töten schreiben können. Das ist doch kein Verbrechen. Hä, das ist doch ein Verbrechen, wenn du... Das ist Leichenschändung. Einen toten Menschen nochmal töten. Leichenschändung schreiben können. Nein, hätte ich nicht, weil es nämlich nicht mit Tee anfängt. Hallo, jetzt seid mal nicht so gemein. Du kannst kein toten Menschen töten. Gib mir nur ein Kreuz. Gib mir nur ein Kreuz. Okay, so ist... Nein! Jetzt lass, nimm es wieder weg. Lass! Ja, mach mal. Tankstelle anzünden ist sehr stark, das stimmt. Ja, trinken, stecken, Alkohol. Entschuldigung, das darf trinken, doch nicht. Trinken, strecken ist kein Verbrechen. Ist es dann Verbrechen, wenn du Saft verflüssigst mit Wasser? Clubs, wenn die dafür verhaftet, die Leute, wenn die das gestreckt haben. Mein Gott, egal, zwei Kreuze ist okay, einer kann drin bleiben. Arbeitsunfall, ich habe Tante fällt vom dritten Stockwerk. Das ist kein Arbeitsunfall. Doch, doch. Nein. Natürlich. Arbeitet deine Tante für dich? Ja, bestimmt gibt es irgendwo. Bei Verbrechen ist Tankstelle anzünden und Tiger freigelassen, Zirkus. Das ist, oh mein Gott, ja, okay, das stimmt sogar. Grund für Schulverweis, ich habe Tom zusammengeschlagen. Ey, sorry an alle, die Tom heißen. Nichts gegen euch, aber ich habe irgendwas mit Tee gebraucht, okay? Tier mitbringen? Nein, du kriegst doch keinen Schulverweis, wenn du dein Tier mitbringst. Wenn es ein Tiger ist, vielleicht. Für Tanzen kriegst du auch keinen Schulverweis. Außer wenn Tanzverbote herrscht. Außer wenn Tanzverbote herrscht, ja, das stimmt. Tomate, Obst, seit stimmt, das ist Obst, Obst Tomate ist seit neuestem Obst, ja. Toaster und Teller ist kein Küchengerät. Hä, warum? Hallo, kennt ihr nicht einen Tire-Stiff? Was ist ein Tire-Stiff? Wollt ihr mich veräppeln gerade? Was ist ein Tire-Stiff? Hä? Junge, Tire-Stiff hat null Ergebnisse auf Google. Null. Google kennt dieses Wort nicht. Worauf man gerne sitzt? Tonne. Als ob jemand auf einer Tonne gerne sitzt. Doch, auf so einer chilligen Mülltonne bin ich damals immer voll gerne gesessen. Auf gar keinen Fall. Ja, aber dann sitzt du auch nicht auf einem Tisch drauf. Du sitzt doch nicht auf einem Tisch, sondern du sitzt auf einem Stuhl. Okay, bestätigen. Nächste Runde. Verbrechen. C? Oh mein Gott, ich habe sowas Gutes für C. Du hast ein Obst mit C? Ja. Worauf man gerne sitzt? Oh mein Gott, das ist voll einfach. Küchengerät mit C fehlt mir nur noch. Küchengerät. Oh mein Gott! Ich bin fertig. Ja! Oh mein Gott.
Coca-Cola-Flasche auf Kopf gehauen von jemandem. Das ist ein Verbrechen. Cool sein. Cool sein ist nicht Verbrechen. Zirkus anzünden, okay, kann man machen. Tesa-Salat vergiften, ne? Zirkus zum Einsturz bringen ist auch ein Arbeitsumfeld, ja. Du nimmst einfach Namen, weißt du. Cheyenne aus dem Fenster geworfen. Ja, aber du hast ja eben auch schon Tom zusammenschlagen und sowas. Das ist auch, gib dir einen runter dafür. Chemieraum anzünden ist echt gut. Ja, das stimmt. Chamäleon klauen. Ah, ich weiß nicht, ob es so oft Chamäleons in Schulen gibt. Ich weiß das es nicht. Das Schulchamäleon. Okay, einen kannst du drin runter, lassen. Einen runter. Nein, zwei runter. Einer kann drin bleiben. Alter, Chamäleon klauen ist so... Da kannst du ja alles... Oh mein Gott, das hast du nicht gemacht. Cheyenne aus dem Fenster werfen. Das ist der Schulverweis schlechthin. Nimm das von Chamäleon weg. Okay, dann nehme ich das von Chamäleon weg. Guter Trade. Cherry-Tomaten. Kennt ihr die? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich kenne das. Chiasamen, ist aber doch kein Obst. Das ist kein Obst. Chiasamen sind ja Samen. Was ist denn? Chiasamen sind Samen. Zitronensäure, Alter, ist kein Getränk. Ja, ihr seid nicht auf Cola gekommen? Nein. Nee. Oh mein Gott, Alter. War zu einfach wahrscheinlich. Ceranfeld habe ich. Coolmaster? Das ist ein Coolmaster. Ja, das gibt's. So, worauf man gerne sitzt, habe ich Couch, Chefsessel, Chai-Matte? Chai ist doch Tee. Egal. Okay, Lars, gib mal nochmal für Izzy bei Chai-Matte. Ah, stimmt, die Chai-Matte gibt's, glaube ich, nicht. Chai-Matte. Oh, Gesamtergebnisse sind jetzt schon. Oh, okay. Nein, ich wollte gerade nochmal. Bitte! Ja, ich habe gewonnen! Endlich! Ich habe endlich gewonnen! Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, schaut bei Izzy und Lars vorbei, unten in der Beschreibung. Wir haben euch lieb, haut rein, Leute. Okay, ciao.